3, 2. Jo Leute, was geht? Klim am Start. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craft Attack. Dieses Mal mit etwas, das ihr euch gewünscht habt. Und mit einer Person, die, von der ich immer noch nicht weiß, wie ich sie aussprechen soll, um euch zu genügen. Mit dem Zinnutz, aka Zinnutz, aka Jan. Hallo. Die Leute schreiben, egal wie ich dich nenne, ist es falsch einfach. Ja. Ist egal, wie ich dich nenne. Ich kann dich auch Jürgen nennen. Dann sagen die, hey, der heißt gar nicht Jürgen. Der heißt Jan. Er heißt, ja. Und wenn ich sage Jan, dann fragen die, hey, welcher Jan? Oh, Digga, es gibt nur einen Zinnutz. Du sagst das immer Sinus, das heißt aber Zinnutz. Oder Zinnutz. Irgendwann sage ich dann auch Xixnux mit X. Okay, na, alles Tropical klar. Tropical Island geht weiter, deswegen stehen wir hier. Und wir sind hier in der Wüste und farmen Sand. Ja, was? Ich bin schon ganz fleißig dabei, ne? Soll ich dir mal meine Schaufel zeigen? Pass mal auf. Ja, ich möchte jetzt nicht, dass du damit angibst, ohne Witz. Nur weil ich so eine Bauernschaufel habe. Ja, okay Leute, ich würde mal sagen, kurz zur Info, wie wir das Ganze geplant haben. Wir haben uns so ein bisschen abgestimmt, wie wir das Ganze jetzt haben, vorhaben zu bauen. Hm. Und zwar wollen wir das so machen. Jetzt hier diesen Teil nehmen wir zusammen auf. Und den dann in der wird Wüste, dann, nicht die ganze Folge. Genau, diesen Teil in der Wüste, wo wir Sand farmen. Das wird aber nur ein kurzer Teil sein. Und danach wird es eigentlich sozusagen bei Klim weitergehen, was wir anschließend machen. Dann fangen wir schon ein bisschen an, die Insel zu bauen. Und dann wird es sozusagen bei mir weitergehen. Wisst ihr, wie ich meine nach dem Cut? Ist ganz einfach. Auf jeden Fall. Ja, ist eigentlich nicht so viel. Auf jeden Fall haben wir vor, immer so ein bisschen abwechselnd die Folgen hochzuladen. Also sprich, wir nehmen für mich auf, dann für Klim, dann für mich. Nicht, dass ihr zweimal dasselbe sehen müsst. Und so haben wir auch uns vorgestellt, dass das ein bisschen vorwärts geht mit Tropical Island. Ja. Weil wir sind jetzt richtig motiviert, das zu bauen. Weil ich habe mega Bock, ich brauche Urlaub hier in Craft Attack. Ja, und das ist echt Jan anstrengend. Auch, also Sinus, also Zinnutz. Wie soll ich dich, entscheid du jetzt, wie nenne ich dich? Nenn mich einfach Zinnus, so wie die meisten. Zinnus? Ja. Nicht Sinus, wie ich dich immer nenne? Ich denke, das gefällt dem. Alter, was hast denn du für eine Powerschaufel? Ich komme mir richtig blöd vor. Das ist eigentlich nur Effizienz 3. Okay, ich habe halt nur Effizienz 1. Deshalb bin ich effizienter mit einer Fackel. Ja, ich würde sagen, wir brauchen circa so das ganze Inventar voller Sand und ich dann gehen wir mal. Ich würde sagen, die ganze Wüste und dann, wenn wir die ganze Wüste abgetragen haben, können wir anfangen mit der ersten Schicht. Mit der ersten Schicht, genau. Okay. Also es geht also ja relativ flott eigentlich auch schon, ne? Also wie gesagt, Tropical Island Paradise geht dann gleich los, beziehungsweise jetzt so ein paar Folgen. Ich weiß nicht, wie viel lange wir machen. Wir werden mit Sicherheit ein paar Unterbrechungen da drin haben, indem Jan bei seiner Bude was baut und ich bei meiner Bude. Oder Jan mir vielleicht bei meiner Bude ein bisschen hilft, ja? Ja, auch gut möglich. Also ich habe jetzt auch nicht vor, das kann ich auch sagen, jede Folge jetzt Tropical Island zu machen, weil mit der Zeit wird das dann ein bisschen eintönen. Ich möchte natürlich auch noch die anderen Sachen machen, die ich alles geplant habe. Ich habe ja noch ziemlich viel geplant. Ja, klar. Aber Tropical Island ist auf jeden Fall jetzt nicht nur noch in Planung, sondern wollen wir auch wirklich jetzt umsetzen, würde ich mal sagen. Ne, das Ding ist ja, ich habe dich ja gefragt und habe auch die Umfrage gemacht auf meinem Kanal, was gemacht werden soll als nächstes. Ich habe ein paar Projekte vorgeschlagen. Und das habe ich ja auch gemacht, weil ich ja nur in meiner Base war und auch mal was anderes machen wollte. Deswegen so ein kleines Zwischenprojekt ist, glaube ich, mal ganz geil. Auch gerade mit anderen Leuten. Auf jeden Fall. Gerade mit dem Ob Zinnutz. Es jetzt klein ist, weiß ich nicht, aber... Das ist nicht klein. Mein Inventar ist voll. Möchtest du Sand haben? Hier liegt noch ein bisschen was. Echt jetzt? Ist es schon voll? Ja. Okay, gib mir mal deine Schaufel, bitte. Oder warte, ich mache hier los und du sammelst einfach nur noch ein. Okay. Ja, Augen. Alter, ich war richtig dumm, dass ich überhaupt Sand abgebaut habe. Warum? So, weil ich, wieso, weil es bei mir so langsam war. Ich habe halt nichts ab, ich konnte immer nur einen Block abbauen. Ja, ich habe ja Instant Mine quasi schon auf dieser Schaufel drauf. Ist übelst nice. Na. Die habe ich auch extra vorbereitet, habe die extra noch repariert, bevor wir hingegangen sind. Echt jetzt? Da ist ja auch Haltbarkeit 3 drauf, sonst wäre hier schon nichts kaputt. Oh, nice. Ja, bei mir, ich habe halt gar kein gutes Tool mehr, ne? Alles ist weg, alles ist der wahrscheinlich gestohlen worden. Ne, Spaß, ich weiß es nicht. Du, wie viel hast du? Ja, noch nicht das Inventar voll, aber fast. So, ich sammle mal kurz ich auch alles noch. Ich hatte ja noch die Elytra im Inventar, so. Okay. Mir fehlen noch 3,5 Stacks. Ja, das kriegen wir schnell hin. Das ist nice. Wir könnten sogar 4,5 machen noch. Oh Gott, hier weil ist ich irgendwo... Noch hier, hier... Ah, da war der Sandblock. Alles klar. Manchmal verschluckt der Server ja die Blöcke. Mhm. Das ist echt ein bisschen kacke. Weil man sich so schnell abbaut, oder? Ja, eben. So.
Und dann bauen wir da ein richtig geiles Island Paradise und dann richtig, wir beide bauen uns da natürlich die größten Buden, weil wir sind natürlich die Besitzer von dem Paradise. Genau. Und dann müssen dann wohnen auch noch andere da. Wie viel braucht man? Ich guck mal kurz. Noch ein Stack circa. So, dann solltest du ja damit genug haben eigentlich, oder? Ah gut, ich habe noch viel Platz im Inventar. Ich habe richtig viel Crap dabei, merke ich gerade. Okay, dann mache ich die untere Ebene auch noch eben. Ich weiß nicht, wo ist Veni genau hier? Weil dann könnten wir vielleicht mit einem Nether-Portal zurückgehen, weil das ja schneller ist. Er hat kein Nether-Portal. Oh, okay. Hä? Lol, ich habe einfach angefangen zu fliegen. Was war das für ein Bug? Lol, richtig lustig. Ja, ist Minecraft-Server, ne? Das ist immer so ein bisschen... Das war lustig. Ich habe so viel Crap noch im Inventar. Du kannst echt noch gut abtragen. Ich habe noch genug Platz. Also mein komplettes Inventar ist halt echt voll, ne? Also außer die Leiste, da ist noch ein bisschen Krams, aber... Ich habe einen Bogen dabei ohne Pfeile, das ist auch gut. Das ist das Beste. Ich kann den Bogen schmeißen dabei. Ich kann dir... Okay, jetzt habe ich, glaube ich, auch das Inventar voll. Jetzt kannst du mal aufhören. Hier liegt noch viel zu viel. Ja, dann schmeiß ich den Bogen mal weg mit Haltbarkeit 3 und Stärke 3, braucht kein Schwein. Ich habe jetzt noch den, was habe ich noch weggeworfen? Die Fackeln, die brauche ich auch nicht mehr. Okay, das habe ich jetzt noch. So, ich bin jetzt komplett full, Alter. Ich kann das Bett noch wegwerfen. Ne, zwar, das finde ich ziemlich klug, wenn ich das mitnehme. So, da sind wir. Auf der Insel. Und wir haben viel zu tun eigentlich, ne? Wir müssen hier alles versanden. Ich will mal die Insel. Alles versanden? Ja. Alles versanden? Ja, wie Hermes. Die versenden auch ganz viel. Okay, alles klar. Das letzte Mal, als wir hier waren, haben wir das alles weggesprengt. Weißt du das noch? Ja, mit TNT. Das waren noch Zeiten. Das war damals. Wir bauen das einfach hier so drüber, weil kein Schwein das hier abbauen sollte. Ich hoffe es mal. Wir wollten doch noch ein bisschen mit Sandstein das Ganze mischen, ne? Ja, da können wir dann später mal hinkommen und hier überall Sandstein so ein bisschen platzieren. Wir müssen auch irgendwie die Bäume geiler hinkriegen. Ich meine, der Baum ist jetzt ein bisschen kacke. Ja, am besten wäre Dschungelwood irgendwie. Weil Dschungelwood, finde ich, kommt Palmen am nächsten. Aber ich weiß halt nicht, wo überhaupt ein Dschungel ist. Ja, da müssen wir mal gucken. Ich baue mal hier die Erdeschicht ab. Weil ich finde, hier müsste der Strand so ein bisschen flacher sein. Das finde ich super. Du hast ja eine gute Schaufel dabei, dann kannst du das ja, bei Erde funktioniert die nicht so gut. Also bei Erde mit Gras drauf, aber nur Erde funktioniert die auch super gut. So. Okay, nice. Gar kein Problem. Hier ist nochmal ein Kripatz. Übrigens, wir haben ja eben den Teil zusammen aufgenommen. Bei mir seht ihr jetzt den ersten Teil von heute quasi. Ne, der vorherige Teil, den haben wir zusammen gemacht. Aber der zweite Teil davon, den gibt es dann nur bei Jan. Also bei Sinus, also bei Zinus. Der Typ, der gerade mit mir hier aufnimmt. Der da, den ich gerade angucke. Hallo, das bin ich. Hallo, das bin ich. Ja, aber ich bin echt gespannt, wie wir das hinbekommen, ne? Also ja. Das Paradies, also ich sag jetzt mal, von der Insel her passt das halt super gut. Der Ausblick hier auf die Insel ist einfach ultra geil. Die Mobfalle ist natürlich ein bisschen fragwürdig, ne? Ne, Spaß, aber sonst ist es echt heftig. Ich finde das mega cool. Wir können hier richtig coole Sachen reinbauen. Habe ich noch mehr Ideen gehabt. Wir könnten hier vorne Strand machen, die weiter in die Insel reingeht, so ein bisschen dschungelmäßig was machen. Ja, wenn du ein Dschungelbiom findest. Ich glaube, wir haben noch gar keins. Doch, klar. Echt? Kevin hat ein Dschungelbiom gefunden schon, ja klar. Lol, wusste ich gar nicht. Ich dachte mal, hä? Lol, letztens hat Patrick noch eins gesucht, das weiß ich noch. Ja, Kevin hat eins, das weiß ich auch. Hat er zumindest oft erzählt und der hat auch schon Coco Beans. Also. Ach stimmt, weil ich habe ja auch, stimmt, das kann ja nur von einem Biom sein. Ja, egal, aber das ist auf jeden Fall nice. Also ich bin echt gehypt auf dieses Projekt. Ich weiß auch, dass viele das sehr, sehr gerne sehen, weil es haben wir etliche in die Kommentare geschrieben. Ja, das wird auch richtig geil. Ich glaube auch, wenn wir hier fertig sind, dann ist es einfach eine richtig geile Insel mit einer zweiten Base von uns beiden dann einfach drauf noch. Auf jeden Fall. Das Ding ist einfach ein bisschen, also für mich ist das halt nicht ein Stück Projekt. Also es kann jetzt sein, dass wir... Nö, ist es ja auch nicht. Das dauert auch viel zu lange. So. Genau, dass wir lange wieder jetzt oder 2, 3 Folgen oder 4 Folgen dran arbeiten halt aktiv, aber danach halt wieder eine Pause von einer Woche oder so machen, damit wir auch die Sachen, die wir sonst noch geplant haben, auch noch umsetzen können in Craft Attack. Ja, das ist so ein Together-Projekt. Vielleicht streamen wir das auch mal zusammen, wenn ich dann irgendwann mal Zeit zum Streamen habe. Das wäre natürlich super schön, ja. Das wäre super toll. Das ist ein Projekt, was uns jetzt ein bisschen begleiten wird, weil es auch ein bisschen größeres Projekt ist. Nicht so wie meine Weed Farm zum Beispiel, die war ja relativ schnell fertig in 2, 3 Folgen. Das Projekt wird natürlich länger dauern und wir werden auch hier richtig geile Sachen drauf machen auf der Insel. Genau. Aber es geht schneller, als ich dachte hier schon mal mit dem Sand. Oder? Ja gut, Sand verteilen, ja, wenn wir das anstrengen, da war eigentlich nur das Farm, obwohl mit deiner Schaufel ging das auch übertrieben schnell, ne? Ich will nicht wissen, wie das ist mit einer Effizienz 5 Schaufel, da gehst du einmal durch die Wüste, alles abgetragen. Mehr als Instant Mine gibt's ja auch nicht, ne?
Ja, das stimmt. Ah, ist das Instant Mine schon? Das ist schon, ja klar, das ist, ich glaube schon, bei, zumindest bei Sand. Okay, ja, das ist natürlich krass. Und auch hier bei Erde, ich meine, guck mal hier eben die Erde. Ist ein Schlag, oder? Ja, ist ein Schlag, ja, ja. Ja, das ist natürlich schon sehr, sehr cool. Ah, oh, hier ist wieder ein Erdeblock irgendwo. Da, glaube ich, oder? Ja. Ah, nein, hier, oh Gott! Was ist? Hier ist irgendwie wieder ein Erdeblock. Erdeblock-Bug. Ah. Oh, das ist so anstrengend. Ja. Aber ich glaube, ich muss dann immer disconnecten. Wie machst du das? Du setzt einfach da, wo du glaubst, dass der Block ist, einen anderen Block hin und dann siehst du das ja, wenn der. Also, wenn du jetzt zum Beispiel einen Cobblestone-Block da hinsetzt, wo du denkst, das ist ein Erdeblock und der Cobblestone-Block wird zu einem Erdeblock, dann weißt du ja, dass das der Block ist. Okay. Also, du updatest quasi den Block, der noch nicht weg ist und dann siehst du den. Der okay, Block, aber der noch nicht weg ist. Das Ding ist ja, dass du manchmal auch drin buggen bleibst, oder? Ja, ich drück dann ganz oft Leertaste und hoffe, dass ich rauskomme. Das sind die Stories of Bugs. Die Real Stories von realen YouTubern sind das. Auf jeden Fall. Ich finde, wir können dann hier auch so Badetücher bauen und sowas, Liegestühle und so, alles ganz cool. Und Sonnenschirm. Ich habe mal einen richtig geilen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe, aber ich habe mal einen richtig geilen Sonnenschirm gesehen. Warte mal. Mal gucken, ob ich bei mir, ich habe noch einen. Bei mir zu Hause habe ich auch einen gebaut. Hast du den gesehen? Wie hast du den gebaut? Mit Teppich? Nee, nicht mit Teppich, sondern mit diesen Bannern. Einer, der nicht offen war. Weißt du, wie ich meine? Ja, das ist auch cool. Aber den ich meine, das ist einfach einer mit Betten. Ah, okay. Das sah auch ziemlich cool aus, eigentlich. Hier müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen zu terraformen. Ja, wir müssen hier auf jeden Fall terraformen. Dann kommen hier Strandhäuser hin, so kleine. Und Badetücher kommen dann auf den Boden. Damit legen wir einfach Teppiche hin oder so. Wir müssen auch eine eigene Zivilisation sozusagen aufbauen. Wir müssen eine Essensfarm bauen und so. Ja, und dann ist hier ein KFC oder so. KFC, ja. Ihr wollt ja schon einen Burgerladen bauen bei uns in der Stadt. Ja, da müsste Skate mal wieder mitmachen. Wenn er mal von seiner YouTube-Pause zurück ist, dann bauen wir da auch weiter. Okay. Ja, nice. Bin auf jeden Fall auch gespannt. Ist ja direkt neben meinem Riesenrad. Wie das weit willst du hier cool nach... Ist. Danke. Wie weit willst du hier nach unten gehen? Wo nach unten gehen? Hast du noch... Also so oh, das sieht aber gut, schon oder? Geil aus, hier so tropical-mäßig. Das sieht mega nice aus, wenn auf jeden Fall. Richtig dann cool. Dann haben wir hier schon so Strand. Voll geil, ja, auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall. Ist mega nice. Hast du noch ein bisschen Erde oder sowas? Ja, ein paar Stacks. Warum? Kannst du mir mal Erde droppen? Klar. 3 Stacks haben wir da mal hingedroppt. Very nice, weil dann kann ich hier das zubauen, weil das werden wir hier nicht benötigen. Ja, obwohl ich baue mal auf dieser Höhe hier zu, Jan. Dann brauchen wir nicht so viel Erde. Aha, schon so weit oben. Okay. Ja, weil hier ist dann ja, dann baue ich direkt Sand darüber und dann haben wir das dann auch direkt easy. Okay, nice. Boah, richtig Teamwork, Memework hier am Start. Ja, auf jeden Fall. So ist Terraform leicht gemacht. Du hast keinen Sand mehr? Ja, ich hab nicht, ich nehme immer nur ein paar Stacks mit von der Kiste. Ich habe alles in der Kiste getan. Ich habe alles im Inventar. Alles mobil. Nee, deswegen, ich will ja die ganze Erde aufsammeln und so. Mhm. Für das habe ich dich ja mit dabei, dass du das machen kannst. Ach so. So läuft die Geschichte hier bei uns also ab. Kann man nicht auch... Ja, genau, warte mal. Ich mach mal auch hier und da ein paar Sandstein-Dinger schon hin. So, hast du Sandstein auch noch gefarmt? Ich habe gerade mal Sandstein gecraftet, so ein bisschen. Ah, okay. 16 Stück. Weil wirklich viel wollen wir hier auch nicht hinbauen. Wir müssen ja auch noch gucken, wie wir die Wege hier reinbauen. Na, ich würde gerne eine Wegtextur nehmen, die... Also ich würde vielleicht auch Sandstein als Wegblock nehmen. Denkst du? Ist das nicht zu wenig Unterschied vom Sand? Ja, das dachte ich mir auch. Aber brauchen wir hier nicht wenig Unterschied? Soll das hier nicht alles so ein bisschen subtiler sein? Ja, ich denke aber zum Beispiel, dass jetzt genau bei solchen Sachen, genau bei so einem Dings, zum Beispiel das hier ganz gut passen würde. Mhm. Ja, stimmt, der passt wirklich. Weil ich so weiß, kleine Wege so, hat und dann... Ich weiß so, bei Sommergebieten, zum Beispiel in Griechenland und so weiter, wo ich im Urlaub war, waren die Ränder und so immer aus rotem Stein so. Also ich habe auch mal schon mal eine Shotgun für da oben den Berg, ne? Da bauen wir unsere beiden Häuser drauf, ne? Da oben der. Auf jensten Menschen. Weil der sieht richtig geil aus. Wir müssen dann sowas wie ein Hotel oder sowas noch bauen. Ja, das kommt dann auf die andere Seite. Und hier in der Mitte ist so ein bisschen ein paar Poolanlagen und so. Auf jeden Fall, also wir können hier richtig... Oh, Wasserrutsche will ich auch haben. Auf jeden Fall, wir können hier echt... Gut, das hier müssten wir echt noch wegterraformen. Das wird auf jeden Fall noch eine Menge Zeit in Anspruch nehmen. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Aber hier, wir werden mal, auch hier vielleicht mit dem Fluss... ein bisschen offscreen machen, oder? Obwohl das Terraforme ist eigentlich... Also ein bisschen davon werden wir wahrscheinlich sowieso offscreen machen, denke ich mal.
Auf jeden Fall. Hier müssen wir auch nochmal drüber gehen über die Seite. Das mache ich mal eben schnell. Aber das wird für euch auch noch so ein bisschen, ja, chilliger, weil wir das ja auf beiden Kanälen so abwechselnd hochladen. Genau. Also, ich möchte jetzt dann nicht bei mir also das täglich nur Terraforming bringen. Also ich werde auf jeden Fall, wenn es langweilig ist oder langweilig wird, aber ja, dann auch, okay. Ja, wir haben, oh, 22 Uhr schon, holy crap. So, ja, Terraform-mäßig, ne? Ja, ein bisschen dann auch offscreen machen, weil das wird sonst auf Dauer zu langweilig. Ja, definitiv. Aber ein bisschen Terraform on camera muss auch mal sein, so wie hier jetzt gerade. Das geht, finde ich, noch voll klar. Ich meine, wenn man das jetzt jede Folge macht, dann passt das ja voll. Ja, das ist halt der Start. Weißt du, wie ich meine? Das finde ich ja auch das Interessante. Wie entsteht das Ganze? Wie haben wir das geplant und sowas? Das finde ich halt echt cool. So. Wenn du denkst, wie viel wir jetzt in dieser Folge schon geschafft haben, das ist eigentlich echt krass. Ja. Und echt cool. Ich bin super gehypt. Auch das mit den roten Steinen finde ich eigentlich echt ganz cool. Das wird so, ich denke, wenn wir das richtig cool umsetzen, auch mit, oh Gott. Kennst du noch das letzte Mal, als ich schon hier war, sind ein paar Chunks nicht geladen. Ich habe genau dasselbe Problem wieder. Ja, fuck, warum? Wie machst du, reloadet man alle Chunks? Warte mal. Wenn du F3 und Q drückst, siehst du die Ansicht, was du alles machen kannst. Und wenn du F3 und T drückst, reloadest du das Texturenpack. F3 und drück mal F3 und A. Ja, hat geklappt. Jetzt sind sie wieder da. Das hatte ich schon letztes Mal. Ich weiß noch, als wir hier angefangen haben. F3 und B drücken, dann sieht man die Hitboxes von allem. Was ja, genau. Ich super cool finde irgendwie, weil was ist das denn hier? Holy crap. Das ist für PvP zum Beispiel ganz praktisch. Ich sehe deine Hitbox, Jan. Oh, nice. Hallo. Hallo, wenn ich dich hier hitte, dann hitte ich. Aua. Thorns. Ich hab. Ja. Ich finde das geil. Warte mal, wie war das F3 und was? Was wegzumachen? F3 und B. Ja. So, wieder weg. Das sind die Secret Minecraft Hacks mit Klim und Sinus. Ich drück mal F3 mal wieder aus hier. Fall. So. Aber ich finde das echt. Guck mal, wie schön das ist. Ach, guck mal, wenn wir hier das Hotel haben, können wir hier so eine kleine Brücke drüber machen und den Fluss hier auch noch verlängern. Oder wieder. Hier ist der Fluss ja noch, den Fluss hier so durchbrechend machen und hier so eine kleine Brücke zum Hotel machen oder so. Brücken kannst du ja, habe ich gehört. Man munkelt, ja. Das ist auf jeden Fall echt eine schöne Sache. Ja, ich finde auch, genau hier. Das könnte man durchbrechen. Dort oben könnte man zum Beispiel ein Hotel bauen. Mhm. Da ist dann das Hotel und dann kann man, hier, das ist die Strand-Area ganz vorne, ganz unten, sind natürlich die Badetücher und die Sonnenschirme und so weiter und so fort. Und wenn man weiter hochgeht, hat man hier Pools und eine Wasserrutsche, die dann vielleicht von ganz oben vom Berg kommt. Und sowas halt. Vielleicht auch eine Bootrutsche mit Booten oder so. Ja, auf jeden Fall. Also ihr könnt auch natürlich eure Ideen gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, oh, das und das muss auf jeden Fall da sein. Wir können auch versuchen, irgendwie Hängematten zu bauen. Ja, weiß jetzt, wenn du was findest, wie man es bauen kann, auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall, wie gesagt, haben möchte, ist so eine geile Poolanlage. Da freue ich mich fast am meisten drauf. So eine richtig coole, so richtig große Pools. Mit Sprungbrett und so weiter, kann man alles machen. Das ja, mit 10 Meter Turm und so. 10 Meter, 10 Blöcke Turm. So. Wie weit wollen wir den Sand noch nach hinten ziehen? Weiß ich nicht, also ich würde schon diese ganzen Mittelinsel komplett mit Sand covern. Okay. Ich meine, die wird ja dadurch den Fluss abgegrenzt und dann können wir sagen, dass die Mittelinsel hier komplett Sand ist. Unsere Insel, wo unser Gebäude drauf ist, wird auch noch komplett Sand. Okay. Oder wir könnten sagen, nur die Mittelinsel Sand. Und außenrum ist dann halt so wirklich Dschungelfieber-mäßig was am Start. Also natürlich auch noch mit Sand außenrum so ein bisschen, aber so ein bisschen dschungelmäßiger. So wie als so eine einsame Insel halt, weißt du? Mhm. Kann man Dschungelbäume auch dort pflanzen, wo kein Dschungelbiom ist? Ja klar, wieso nicht? Also wusste ich nicht, ich wollte nur kurz fragen. Nur damit es safe ist, dass es funktioniert. Das ja, ich meine jetzt auch nicht unbedingt den Minecraft-Dschungel, sondern eher so verlassene Insel-Style-Dschungel, weißt du? Okay. Vielleicht mit Bäumen, die man selber baut oder so, weiß ich ja nicht. Muss man mal gucken, was da am besten aussieht. Ja, kann ich sonst auch übernehmen. So Kastenbäume kann ich auf jeden Fall auch nicht. Ja, die kann ich nicht so gut. Ich habe zwei Aufträge für dich für meine Base, aber das machen wir dann später irgendwann. So. Zack. Aber ich würde sagen, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Genau. Und die nächste Terraform-Folge so ist bei Bayern. Genau. Eigentlich genau am selben Tag, also heute, ja, geht's heute bei mir jetzt instant weiter. Also wenn ihr da gucken wollt, einfach vorbeigucken. Ja. So, haut rein. Tschüss. Tschüss.